Die Ratten im Gemäuer. Eine Geschichte von H.P. Lovecraft aus dem Jahr 1924 beginnt wie eine typische Schauergeschichte. Schon der Titel, Die Ratten im Gemäuer, klingt nach klassischem Grusel. Und doch ist das, was uns dann begegnet, doch sehr viel mehr. Vor allen Dingen gilt Die Ratten im Gemäuer als unter Kennern von H.P. Lovecraft als eine seiner besten Erzählungen. Ja, die Machart wird dann vielleicht genauer klar, wenn man mal liest, wie es geschrieben wurde. 1924, ich lese den Anfang nur vor, der den Ort auch ein bisschen umschreibt, in einer Übersetzung von Andreas Diesel und Frank Fester. Nachdem der letzte Handwerker seine Arbeit verrichtet hatte, bezog ich am 16. Juli des Jahres 1923 Exham Priory. Die Restaurierung hatte eine gewaltige Aufgabe dargestellt, denn von dem Gebäude war kaum mehr übrig gewesen als eine ausgehöhlte, muschelähnliche Ruine. Doch weil es der Sitz meiner Vorfahren war, scheute ich weder Mühen noch Kosten. Das Gebäude war seit der Herrschaft Jakob des Ersten nicht mehr bewohnt, und damals hatte eine grässliche Tragödie den Hausherrn, fünf seiner Kinder und mehrere Dienstboten niedergestreckt. Da man keine Erklärungen fand, geriet der dritte Sohn, mein direkter Vorfahr und einziger Überlebender des verhassten Geschlechts, in einen Sog aus Verdächtigungen und Panik, der ihn in die Flucht trieb. Da der einzige Erbe als Mörder denunziert wurde, ging das Erbe an die Krone über. Der Verfluchte hat nicht einen Versuch unternommen, sich von den Vorwürfen reinzuwaschen oder seine Besitztümer zurückzuerlangen. Erschüttert von einem Grauen, das stärker war als jedes Gewissen oder Gesetz, einzig von dem panischen Wunsch geleitet, das uralte Bauwerk aus seiner Nähe und Erinnerung zu verbannen, war Walter de la Peur, der 11. Baron Exham, nach Virginia geflohen und hatte dort die Familie gegründet, die im folgenden Jahrhundert unter dem Namen Delapore bekannt wurde. Exham Priory war unbewohnt geblieben, auch wenn es später in den Besitz der Familie Norris gelangte und wegen der eigenartig verschachtelten Bauweise oft untersucht wurde. Seine Architektur bestand aus gotischen Türmen, die auf einem Unterbau aus angelsächsischer oder romanischer Zeit errichtet waren. Das Fundament des Unterbaus wiederum ließ sich einem noch älteren Stil oder Stilvermischungen zuordnen, römisch und sogar druidisch oder kimmerisch, so die Legenden denn wahr sind. Bei diesem Fundament handelt es sich wirklich um etwas Einzigartiges, da es auf einer Seite mit dem soliden Kalkstein des Abgrunds verschmolz, von dessen Rand aus die Priorei 5 Kilometer weit über ein unwirtliches Tal westlich des Dorfes Anchester blickte. Architekten und Altertumsforscher waren vernarrt in dieses sonderbare Relikt vergessener Jahrhunderte, doch die Bauern der Gegend verabscheuten es. Sie hatten es vor vielen 100 Jahren verabscheut, als meine Vorfahren noch dort gelebt hatten, und sie verabscheuten es noch heute, da das Moos und der Moder der Einsamkeit es bedeckten.